Wenn ein Bäcker sagt, er produziert Gebäck, gibt es keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Bei Künstlern ist das anders. Ob das, was sie machen, Kunst ist oder nicht, es liegt ganz beim Betrachter. Eine neue Deutung versucht die Künstlerin Bella Angora in ihrer Schau »Dein Leben sucht nach dir« in der Lustenauer Galerie Hollenstein. Am Anfang steht die Zeichnung. Aber was zeigt sie? Ein Selbstporträt der Künstlerin Sandra Dorner oder ein Bildnis ihrer Kunstfigur Bella Angora. Soft, slow and sweaty. Bella Angora ist eine Kunstfigur, genau, und wobei ich aber auch im Laufe der Jahre irgendwie gemerkt habe, es ist nicht mehr so stark oder es ist nicht mehr wirklich trennbar. Diese Privatperson Sandra Dorner, die es gibt, und dann diese Kunstfigur Bella Angora. Was ist Bella Angora? Wer ihre Performance besucht, wird eingebunden in die Produktion des Werks. Bei Angora werden manche meiner Mitbürger ganz stolz an die Stadt denken, die den bekannten Feldtieren, Ziegen, Katzen, Hasen, den Namen gegeben hat. Das ist die Stadt Ankara. Der Weg nach Ankara ist eine falsche Fährte. Vielleicht findet der Kurator heraus, wohin die Reise geht. Sie können Zeit mit Bella kaufen. Bella kann ab einer Stunde gebucht werden. Oder auch länger, bis zu einer Woche gibt es Bella Rabatte. Die Besucher können Bella Angora auch signieren und damit zu ihrem eigenen Werk erklären. Ich denke, das ist eine riskante Geschichte, doch eine interessante Geschichte, die für mich viele Möglichkeiten hat, sich zu positionieren. Also, ich für mich selber muss das ein bisschen setzen lassen. Ich fand es interessant, das zu beobachten, einfach diese Interaktion zwischen Künstlerin und Publikum. Bella hat ihre Lieder auf CD veröffentlicht. Die Hülle allerdings müssen sich die Käufer selber basteln. Ihr könnt auch die Videos kaufen. Ihr könnt euch auch gegenseitig kaufen und generell gibt es einfach, Gott sei Dank, richtig viel zu kaufen hier. Viel Spaß! Und ich hoffe, ihr habt richtig volle Geldtaschen mit.